Stiere, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den Monat Dezember. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zurück, diejenigen, die regelmäßig den Kanal verfolgen. Ich begrüße wie immer alle Abonnenten ganz herzlich und bedanke mich bei euch für eure Abos. Ich bedanke mich bei allen, die die Videos liken, die mir wunderschöne Kommentare und Nachrichten per E-Mail schicken und natürlich auch vielen lieben Dank für die Spenden, die mich erreichen. Ja, wie gesagt, das ist ein intuitives, allgemeines Reading und wenn du hier zum ersten Mal mit dabei bist, dann auch dir ein ganz herzliches Willkommen. Und es kann natürlich sein, dass bei den allgemeinen Readings deine Lebenssituation nicht angezeigt wird oder du das Gefühl hast, du hättest gerne noch zusätzliche Informationen, dann bist du herzlich eingeladen, eines der anderen Videos anzuschauen zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und wenn du ganz besondere, spezielle Fragen hast, dann kannst du auch gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Dort findest du den Link zu meiner Webseite. Ich gebe ja auch private Readings und die sind dann auch ganz speziell ausgerichtet für bestimmte Themen oder auch konkrete Fragen, auch Jahresreadings biete ich an. Also da einfach gerne mal nachschauen. Ansonsten können sich die allgemeinen Legungen hier um verschiedene Themenkomplexe drehen. Hier können berufliche Themen angezeigt sein oder auch private Beziehungsthemen in verschiedener Form, also romantische Beziehungen, familiäre oder auch freundschaftliche Beziehungen. Manchmal sind die Readings auch eher spirituell ausgerichtet. Die Themen können parallel auftauchen, also für verschiedene Menschen, die zuschauen, bezieht sich das natürlich auf unterschiedliche Themenbereiche. Das muss dann jeder so ein bisschen auf seine ganz besondere Lebenssituation übersetzen. Ja, damit haben wir die Karten dann auf dem Tisch. Was gibt es noch zu sagen? Ja, genau, Könige und Königinnen und auch die Herrscherin und der Herrscher sind geschlechterunabhängig in diesen allgemeinen Legungen. Die können andere Menschen anzeigen, aber auch eure eigenen Energien. Und die Könige verweisen mehr auf die äußere Handlungsebene. Und die Königinnen wiederum geben mehr die Innenschau wieder, wie ich emotional oder auch mental mit einer Situation umgehe. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen in der Vorrede sozusagen und wir fangen einfach mal an. Und zwar mit der ersten Karte hier und die erste Position ist ja so ein bisschen die Themenposition, der energetische rote Faden, der sich durch den Monat zieht und hier ist das die 2 der Münzen. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Karte, die verschiedene Ebenen auch anzeigt. Die Grundenergie ist hier eine Entscheidung oder als Grundenergie ist es eine Entscheidungskarte für gewöhnlich. Das ist auch die positive Stresskarte und sie kann auch darauf hinweisen, dass entweder ein bestimmtes Thema, bestimmte Talente oder auch durchaus Personen wieder im Leben auftauchen, mit denen man zuvor schon mal zu tun hatte. Positive Stresskarte in der Form, dass sie für gewöhnlich anzeigt, dass verschiedene Ereignisse stattfinden, dass man von verschiedenen Herausforderungen oder sich um verschiedene Herausforderungen und Aufgaben vielleicht kümmern muss. Das könnten zum Beispiel zwei Jobs sein, mit denen man zu tun hat oder ein Umzug und Arbeitsthemen. Ja? Also es ist einfach viel los für gewöhnlich im Leben. Ja, und wie gesagt, Entscheidungen können hier durchaus auch anstehen, die gefällt werden müssen und manchmal fallen auch all diese Themen zusammen. Ich lege mal noch Klärungskarten dazu. Ja, hier haben wir die Todkarte, die Skorpionkarte, die ja auch auf der letzten Position hier liegt. Ja, also bei einigen von euch, denke ich mal, handelt es sich tatsächlich um hier eine Person, also durchaus Skorpion-Energie, wie gesagt, könnte hier ein Thema sein. Ansonsten
Ist das ganz interessant, ja, weil eigentlich die Todkarte eine Transformationskarte ist. Für einige bedeutet das, hier kommt was zum Ende. Es kann eine Beziehung sein, das können berufliche Tätigkeiten sein, es können auch andere Situationen natürlich sein, die im Zusammenhang stehen mit einer bestimmten Konkurrenzsituation, hier mit der 5 der Stäbe, wobei die Konkurrenzsituation sich nicht ausschließlich auf Personen bezieht, obwohl das natürlich auch sein kann. Im Beruflichen könnten hier zum Beispiel unterschiedliche Bewerber, Mitbewerber angezeigt sein, aber auch zum Beispiel unterschiedliche Ideen können hier im Raum stehen, bei denen man sich eben vielleicht noch unsicher ist, welches ist die richtige Idee. Das könnten durchaus alte Ideen sein, die hier nochmal jetzt aufsteigen, ans Tageslicht kommen. Das kann im Beziehungsbereich, auch hier könnten es natürlich unterschiedliche Personen sein, es können auch unterschiedliche Denkweisen, Konzepte etc. sein, ja. Also im Moment ist das hier allerdings noch so ein bisschen unklar und auch durchaus verunsichernd. Für manche kann es sich hier um ein Thema handeln, bei dem man schon dachte, dass es zu Ende ist. Und es kommt hier jetzt aber irgendwo wieder auf den Tisch. Und dann ist hier natürlich dieser Ritter der Kelche interessant. Der könnte zum einen ein Hinweis sein, unbedingt der Herzenergie zu folgen. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich da immer gerne darauf hinweise. Das Herz ist für gewöhnlich der verlässliche Kompass im Gegensatz zum Verstand, der uns eben manchmal hier im Kopfkino, im Gedankenkarussell hält. Ja. Es kann durchaus sein, dass hier unverhofft möglicherweise ein konkretes Angebot auch ansteht. Wie gesagt, das könnte im Beruflichen sein, es könnte von Personen kommen, mit denen ihr, wie gesagt, schon mal verbunden wart. Also hier scheint sich einiges Spannendes zu tun und wie gesagt, mir scheint, hier sind einige Entscheidungen dann auch zu treffen im Dezember. Ja, ganz spannender Anfang schon mal. Die nächste Karte, die wir haben, ist der König der Stäbe. Das könnte ein Feuerzeichen sein. Wir haben hier auch die Sonnenkarte, also Löwe-Energie. Zusätzlich dazu haben wir noch Schütze oder auch Widder als Feuerenergie. Wie schon erwähnt, das ist geschlechterunabhängig hier. Der König der Stäbe kann im Beruflichen eine Selbstständigkeit anzeigen. Der ein oder andere trägt sich hier möglicherweise mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. In Liebesbereich, romantische Beziehung ist der König der Stäbe für gewöhnlich der Liebhaber, die Liebhaberin, also eher jemand, der nicht zwingend daran interessiert ist, was auf eine tiefere Ebene zu heben, wirklich in Richtung Partnerschaft sich einzulassen. Ja, ich denke, damit habe ich über den König der Stäbe auch immer alles gesagt. Ja, okay, hier haben wir eine Schütze-Energie dazu. Die Mäßigkeit und die Waagekarte Gerechtigkeit, sehr, sehr interessant. Also wer hier sich mit Selbstständigkeit, mit dem Gedanken der Selbstständigkeit trägt oder eine sehr eigenverantwortliche Arbeitsstruktur und ähnliches, ja, hier mit der Mäßigkeit, das ist für gewöhnlich der Hinweis, dass das hier ein guter Weg ist, dass man hier auf dem richtigen Weg ist, ja, wenn hier auch noch Unsicherheit ist, wie man sich entscheiden soll. Ja, auch die Gerechtigkeit weist für gewöhnlich auf einen Wechsel hin, dass hier was zum Ende geht. Ja, das haben wir ja hier mit der Todkarte auch schon gesehen. Ja, und dann im romantischen Bereich, das ist jetzt natürlich sehr interessant. Also das scheint jemand zu sein, wie gesagt, den ihr schon kennt, mit dem ihr früher schon mal zu tun hattet. Für einige in diesem Leben, für andere ist hier eine Seelenverbindung, kann ja durchaus angezeigt sein. Entweder, wie gesagt, habt ihr die schon mal getroffen in diesem Leben, für andere nicht, aber dann ist ein starkes Gefühl der Vertrautheit durchaus mit im Spiel. Dann haben wir hier mit der Gerechtigkeit auch noch die Karma-Karte. Also hier scheint es möglicherweise für einige ein Wiedertreffen zu geben. Für andere ist das Treffen das erste Mal, ein frisches Treffen sozusagen. Ja,
Die Gerechtigkeit als Waagekarte hat mit Beziehung zu tun, mit Verbindung zu tun. Allerdings kann es durchaus sein, dass es sich mit diesem Menschen um eine Verbindung handelt, die nicht zwingend den klassischen Vorstellungen der klassischen Zweierbeziehung auch entspricht, ja. Okay, hier haben wir die Gerichtkarte, den inneren Weckruf, ja, der ja, sich ja ein bisschen auf den Ritter der Kelche auch beziehen kann. Hier macht sich die Herzstimme sehr, sehr deutlich bemerkbar, hat für gewöhnlich zu tun mit Intuition, mit intuitiven Eingaben. Und diese Stimme, die Herzstimme, sollte man nicht unterdrücken, nicht an den Rand drängen. Also vor allem, wenn sie hier sich als Gerichtkarte zeigt, dann es hat hier die Seele schon auch oder auch die eigene geistige Führung eine deutliche Botschaft und hat deutlich was mitzuteilen. Und da sollte man auf jeden Fall sich dem auch widmen und sich damit beschäftigen, was hier die Herzstimme eben mitzuteilen hat. Ja, Neubeginn, 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 der nah. Also, das ist durchaus sehr interessant. Ja, ich hatte darauf ja schon hingewiesen mit dieser Todkarte, die für gewöhnlich, wie gesagt, auf ein wirklich, wirkliches Ende hinweist. Und hier ist auch irgendwo was zu Ende gegangen, das kann schon länger zurückliegen, aber hier kommt ein Neustart. Das bedeutet nicht für alle, dass der Neustart mit dem gleichen Thema zu tun hat oder mit der gleichen Person zu tun hat. Für einige allerdings eben schon. Ja, das ist selten, dass ich das sehe, aber mir scheint das hier durchaus der Fall zu sein. Ja, hier kommt was auf eine neue Ebene. Hier kann es auch sein, dass neue Ideen kommen im beruflichen Bereich, dass man auch im beruflichen was komplett Neues beginnt. Die Idee dazu könnte älter sein, aber man hat es bisher noch nicht getätigt und es könnte durchaus sein, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, wo man sagt, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, ich gebe mir hier eine Chance und ich probiere was Neues. Auch hier mit der 3 der Stäbe, ähnlich wie die Mäßigkeit, würde das auf günstige Entwicklungen hinweisen. Es braucht Geduld. Beide Karten haben mit Geduld zu tun. Hier ist ein ganzer Entwicklungsprozess am Werk, durchaus. Aber der Startpunkt scheint hier jetzt im Dezember zu liegen, ja. Das kann möglicherweise ein bisschen irritierend sein. Vielleicht hatte man andere Pläne beruflicher Art oder man ist unsicher, wie man das Ganze angehen soll, was genau das Richtige ist, etc. Wenn hier eine Rückkehr ist von einer bestimmten Person, auch das kann einen total verunsichern, weil eben für einige, wie gesagt, ja, die Annahme war, das ist zu Ende. Und jetzt kann es durchaus bei einigen sein, dass hier sich wieder was zeigt und man überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, wenn es jemand Neues ist, der sich zeigt, auch das könnte ein bisschen verunsichern. Es könnte durchaus sein, dass das jemand ist, der nicht ganz dem gewöhnlichen Typus, dem entspricht, von dem man sich vielleicht möglicherweise sonst angesprochen fühlt. Also hier ist eine Irritation, aber die Irritation kommt aus dem Verstand. Ja, ich weise bei dieser Karte ganz gerne darauf hin, es liegt an uns, diese Augenbinde abzunehmen, ja, und uns gewiss zu werden, wir selber können hier uns wegbewegen und uns neue Gedanken machen oder andere Gedanken machen. Ja, und ich denke, das wird auch stattfinden, aber es kann durchaus erstmal eine Phase der Unsicherheit noch kommen. Ja, der Eremit, das ist eine sehr schöne Energie darauf, denn man versucht hier auch eben sich nicht übermannen zu lassen von negativen oder seltsamen Gedanken, sondern man versucht hier wirklich in sich zu gehen, in sich zu spüren und eben genau dieser Herzstimme hier Gehör zu schenken. Dann haben wir die Karte die Liebenden noch mit dazu und die 3 der Schwerter. Die kann sich
vor allem auf die Menschen beziehen, die hier mit Beziehungsthemen zu tun haben. Es könnte durchaus sein, dass hier jemand auftaucht, der schon mal verantwortlich war für Herzschmerz, ja. Und das kann natürlich auch sich widerspiegeln in Irritation, weil dieses Angebot, das hier im Raum steht, ja, ihr unsicher seid euch darüber, wie ernst das Angebot gemeint ist, ob ihr euch darauf einlassen wollt, ob ihr euch vielleicht wieder die Finger verbrennt. Ja, das könnten durchaus Themen sein. Selbst wenn das jemand Neues ist, es kann durchaus sein, dass hier schlechte Erfahrungen im Beziehungsbereich zum Beispiel im Hintergrund liegen und man generell ein bisschen misstrauisch ist oder noch jemandem anderen hinterher trauert und jetzt so hier ein bisschen, ja, überrumpelt wird, dass sich direkt jemand Neues zeigt oder ziemlich zügig jemand Neues zeigt. Ja, die Karte die Liebenden hat natürlich zu tun auf der einen Seite mit Beziehung, mit Liebe auf Augenhöhe. Ja, und zusätzlich ist es eine Herzentscheidungskarte. Ja, ich denke, es ist gut, sich ein bisschen Zeit zu lassen, eine Entscheidung dann auch tatsächlich zu treffen und erstmal wirklich in diese, ja, in das Versenken in die eigene Seele, sich zu gönnen, die Zeit genau zu überlegen, was möchte ich eigentlich, spiegelt die Möglichkeit, die Tür, die sich hier auftut, das Angebot, das hier auf mich zukommt, meine eigenen Wünsche wieder, ist das was, was ich mir langfristig vorstellen kann, wie viele Kompromisse müsste ich hier vielleicht eingehen, möchte ich diese Kompromisse eingehen, etc. Ja? Ja, dann haben wir hier als nächste Karte eine Stierkarte, der Turm. Ja. Der Turm ist oft eine Karte, die auftaucht, wenn man die Herzstimme eben nicht wahrnimmt, ja, wenn man die eben verdrängt und dann können äußere Umstände dazu führen, ja, Veränderungen im Außen, dass ja, das, was die Intuition vielleicht schon frühzeitiger angekündigt hat, dann dadurch kommt, dass sich die äußeren Umstände verändern. Ja, dann sind Entscheidungen im Außen getroffen worden und man wird hier sozusagen mit den Ergebnissen konfrontiert, manchmal überraschend. Der Turm verweist grundsätzlich auf tiefe Veränderungen, auf tiefe Transformationen, die müssen nicht immer total dramatisch sein, ja, nicht so, wie das Bild hier vermuten lässt, aber trotzdem sind es tiefgreifende Veränderungen. Und je mehr ich in Einheit bin mit meiner Intuition, mit meiner Herzstimme, desto mehr Gestaltungsmöglichkeit habe ich innerhalb der Veränderungsenergie, ja. Deswegen nochmal der Hinweis darauf, es ist gut, die Herzstimme hier auch wirklich wahrzunehmen, die Intuition wahrzunehmen und nicht zwingend darauf zu warten, bis die Dinge von außen dann zum Zusammenbruch führen. Der kann auch anzeigen, der Turm hier, dass sich die äußeren Umstände gar nicht zwingend ändern, aber man selber, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen erschüttert ist in den Grundfesten. Und ich denke, das gilt vor allem für die Menschen, bei denen hier jemand wieder auftaucht, ja, schon ein Herzmensch, bei dem man dachte, die Geschichte wäre vorbei. Und hier kommt jetzt wieder was und das kann einen wirklich sehr, sehr irritieren. Auch das könnte hier für einige dieser Turm anzeigen. Klärungskarten darauf sind die Vier der Kelche und die Mondkarte. Beides Karten der Verunsicherung, der Irritation, noch weiter. Beides Krebskarten. Also hier ist innerlich, denke ich, für die meisten ja, eine starke Unsicherheit, eine starke Verunsicherung und für einige auch die Tendenz, sofort erstmal abzublocken und zu sagen, so, nee, 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 also hier möchte ich mich nicht nochmal auf was Altes einlassen. Das kann durchaus sein. Wobei, wenn die Vier der Kelche auftaucht, ich auch immer den Rat gebe, hier nicht zu früh die Zugbrücke hochzufahren, sondern sich das Ganze erstmal doch wenigstens anzuschauen und zu beobachten, ja, also das, was wir hier mit dem Eremit schon gesehen haben. Denn es kann durchaus sein, dass es hier eine Veränderung im Außen gab, ja, und vor allem, wenn hier eine längere Trennungsphase dazwischen war, kann es durchaus sein, dass die Person, die hier wieder auftaucht,
auch die durch eine Transformation gegangen ist. Ja, wie gesagt, der Tod ist die Transformationskarte. Also es kann durchaus sein, dass hier auch eine Person auftaucht, die selber durch eine tiefe Transformation gegangen ist und also nicht mehr im gleichen Verhaltensmuster vielleicht steckt, wie das zuvor der Fall war. Und wenn ich mich also aber nur an dem alten, an der alten Erfahrung, an den alten Erinnerungen etc. festhalte, kann es durchaus sein, dass ich hier eine günstige Entwicklung auch ja, verpasse oder ja, dass die so ein bisschen aus dieser Kelch dann an mir vorüberzieht. Ja? Steigert euch nicht zu sehr in Ängste rein. Ja? Hier sind auch noch ein paar Unwägbarkeiten durchaus, die können aber sich absolut als positiv rausstellen. Ja, die sind nur vielleicht aus der aktuellen Situation, aus der aktuellen Lage noch nicht absehbar, dass die sich so günstig entwickeln. Und deswegen könnte hier mehr Angst und Misstrauen vielleicht auftauchen, als zwingend notwendig wäre. Ja. Okay, ja. Mit Ängsten hat auch der Teufel zu tun. Eine Steinbockkarte hier, ja. Der allerdings gerade auch noch mal im Themenbereich Seelenpartnerschaften durchaus eine Rolle spielt, und da ist er auch absolut als neutrale Karte zu sehen. Dann zeigt er einfach nur an, hier ist eine extrem starke Anziehungskraft zwischen Menschen. Ansonsten zeigt der Teufel, wie gesagt, auch darauf hin manchmal, dass man sich selbst ein bisschen manipuliert, sich entweder selbst zu klein macht, zum Beispiel, wenn hier berufliche Ideen anstehen und man zu sehr da Selbstzweifel hat und zu sehr das Gefühl hat, ich werde mir die Fähigkeiten nicht aneignen können oder ich habe nicht genug Talente dafür und ähnliches. Ja. Ah, sehr spannende Legung hier auch. Hier haben wir die 8 der Stäbe, die ja auch gleich dann nochmal kommt. Also wie schon erwähnt, hier wird einiges los sein im Dezember. Ja, viel Energie, wow. Tja. Ja, hier haben wir die 7 der Kelche, die 8 der Stäbe, den Wagen und die Herrscherin. Tja. Also hier ist mit Überraschungen sollte man rechnen, und diese Überraschungen, die können ja, wie gesagt, überwältigend sein und auch erstmal so ein bisschen einen überfordern durchaus. Wir haben hier 2 Illusionskarten, ja. Wobei ich denke, die Illusionen haben mehr zu tun mit der eigenen Wahrnehmung. Einschränkende Gedanken, also selbstkritische, angstbeladene Gedanken. Auch hier so erstmal die 7 der Kelche hat oft damit zu tun, dass auch unterschiedliche Möglichkeiten oder man sich mit unterschiedlichen Möglichkeiten beschäftigt, mit unterschiedlichen Konzepten, mit unterschiedlichen Ideen und nichts aber so ganz greifbar noch ist. Trotzdem denke ich, wird das dieser Zustand relativ ja überwunden. Hier kommt Bewegung rein, und zwar ziemlich schnell, ziemlich viel. Hier können Nachrichten kommen. Die 8 der Stäbe kann für Kommunikation stehen. Oft oder für gewöhnlich ist es positive Kommunikation. Die kann Anzeigen, Reisen auch und auch Umzüge, Ortsveränderungen. Und generell jede Menge Energie, jede Menge Ereignisse, die herkommen. Und ich denke, was immer, ich denke, für viele sind hier entweder wirkliche Ideen, wirkliche Inspiration, hier kommt diese Klarheit rein, die einen rausführt aus dieser Nebelwand sozusagen, oder es sind konkrete Kommunikationen, die hier eintreffen und die sozusagen das, was hier noch so diffus ist, in eine Klarheit bringen und in eine Richtung bringen, dem Ganzen eine Richtung geben und man dann auch weiß, wo es hingeht, weiß, wo es weitergeht. Ja? Also ich denke, bis Mitte des Monats in etwa ist hier wirklich Irritation angezeigt, und dann löst sich diese Irritation. Dann haben wir hier mit dem Wagen noch eine Entscheidungskarte durchaus. Also auch die hat mit Entscheidung zu tun. Entscheidung aus dem eigenen freien Willen heraus.
Und auch eine Karte, die nochmal darauf hinweist, ja, sich hier nicht zu sehr in Ängste, in Zweifel, in Befürchtungen und so weiter zu steigern, sondern auch optimistisch zu bleiben, sich auf das zu fokussieren, was man erreichen möchte. Ja, damit hat ja der Eremit auch zu tun. Und dann, ja, haben wir hier die Herrscherin noch dazu. Auch das ist ja eine Stierkarte. Die Karte der Liebe, die Karte der Fülle, auch der materiellen Fülle, der emotionalen Erfülltheit. Und auch eine Sicherheit, in die man wieder findet. Ja? Die zeigt an, dass man hier aus dieser Irritation rauskommt, aus dem Zweifel rauskommt, ja? Den wir hier mit der Acht der Schwerter schon gesehen haben, aus der Unsicherheit, wie ich mich entscheiden soll. Hier ist wieder okay. Ich bin wieder in meiner Kraft, in meiner Entscheidungsfähigkeit, in meinem Selbstbewusstsein, in meinem Selbstvertrauen. Und ich denke, hier werden tatsächlich einige Herzentscheidungen getroffen. Der Wagen hat auch noch zu tun mit Weiterentwicklung, mit Erfolg. Ja, das ist die Karte des Sieges. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Monat hier. Okay, ja, die Acht der Stäbe wiederholt sich hier also. Wie gesagt, hier kommt vieles, vieles in Bewegung nach einer Zeit möglicherweise der Stagnation, für einige nach einer Zeit der Trennung. Ja, Bube der Münzen für Menschen, die hier für berufliche Themen schauen. Also auch hier nochmal die Bestätigung, dass hier durchaus was Neues beginnen kann. Das ist die Schülerkarte, kann anzeigen, dass man auch neue Berufsfelder entdeckt für sich und sich denen auch wahrhaftig und ernsthaft widmet. Ja, das können Umschulungen anzeigen, das können Weiterbildungen anzeigen etc. Hier haben wir die Wunscherfüllungskarte, Neun der Kelche, nochmal Stierenergie hier mit der Königin der Münzen, könnte auch noch auf andere Erdzeichen hinweisen. Jungfrau hatten wir hier schon und Steinbock ist hier auch mit dem Teufel angezeigt. Und auch aber, ja, das, was wir hier schon mit der Herrscherin gesehen haben, dieses Gefühl, ich bin wieder in mir, ich bin wieder in meiner Sicherheit, in meiner Selbstsicherheit, ich habe wieder den Boden unter den Füßen. Und hier, ja, sieben der Stäbe verweist auch darauf, gerade wenn man neue Dinge anfängt, neue Projekte anfängt, vielleicht eben auch Umzüge, Ortsveränderungen anzeigt. Ja, auch die Königin der Münzen kann auf eine räumliche Veränderung hinweisen. Auch, dass man da hinkommt in Wohnumfeld, wo man sich wirklich wohlfühlt, aber vor allem für berufliche Themen, ja, wenn hier Hindernisse kommen oder man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt wirklich wieder ein Neuling sozusagen. Und hier ist aber Mut dahinter, das Kraft dahinter, das angezeigt, was immer ihr neu anfangen wollt und vielleicht ja ein bisschen ja wieder im Novizenschuh sozusagen steckt. Ihr werdet hier schon auch relativ schnell Fuß fassen und eine Sicherheit finden und mit dem Neuen eben auch umgehen können. Ja. Gilt für alle Bereiche generell. Also die Karte hat damit zu tun, dass man sich eine Aufgabe auch stellt und an ihr wächst und dazu lernt und zwar relativ zügig und dann eben auch, wie gesagt, wieder mehr Selbstvertrauen hier dann gewinnt. Ja, dann haben wir noch eine Karte, die eben auch durchaus mit Umzügen zu tun haben kann, mit räumlichen Veränderungen. Vor allem werden hier allerdings neue Denkprozesse, neue Denkstrukturen, neue Richtungen angezeigt, ja. Man kommt hier raus aus der Irritation, aus der Verwirrung, vom Überraschungsmoment und hat hier wirklich Rückenwind. Also hier ist viel Rückenwind. Ja, ich denke, wie gesagt, ab Mitte Dezember sind die Energien hier plötzlich unter einem neuen Vorzeichen und zwar in eine sehr günstige Richtung durchaus. Ja, hier haben wir den Bube der Kelche. Also hier kommt ein Angebot im beruflichen oder auch im romantischen oder in anderen Beziehungsformen. Okay, ja, also
Ja, die 6 der Kelche haben wir hier. Auch das eine Karte, ähnlich wie die 2 der Münzen, die darauf hinweist, alte Themen finden hier, kommen hier wieder auf den Tisch. Ja, das können alte Fähigkeiten sein, alte Talente, alte Ideen, alte Konzepte und vor allem Menschen, mit denen eine Verbindung besteht. Ja, hier ist schon so ein bisschen Misstrauen, weil hier bei einigen wirklich auch die Dinge nicht so schön gelaufen sind in der Vergangenheit. Hier sind Streitigkeiten und Verletzungen passiert und man ist so ein bisschen ja, auf der Beobachterposition, also ist man nicht ganz bereit, das Herz auch wirklich komplett zu öffnen. Aber ich denke, hier ist trotzdem eine Offenheit, sich die Dinge anzuschauen. Ja. Ja, also sowohl die 6 der Kelche als auch die 9 der Stäbe haben zu tun mit einem Blick zurück, mit alten Erfahrungen, ja, die in irgendeiner Form hier wieder auftauchen und jetzt eine Rolle spielen und durchaus sich diesmal sehr viel günstiger entwickeln können. Ja. Naja, und wo geht's hin? Es geht zur Sonne, die Löwe-Karte hier. Die Karte des Glücks und der Zufriedenheit. Ja. Ich denke, hier werden Ziele erreicht und hier wird auch wirklich eine innere Zufriedenheit erreicht und hier ist eine Loslösung. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Also hier haben wir den Ritter der Schwerter und das Ass der Münzen. Für gewöhnlich steht der Ritter der Schwerter auch für Kommunikation. Klärende Gespräche können hier durchaus stattfinden. Gespräche, die vielleicht auch alte Themen auflösen können. Für berufliche Themen auch hier können durchaus neue Kontakte sein. Sehr interessante Gespräche, die man hier führt. Die neue Chancen hier auch einfach nochmal auf den Tisch bringen. Ja, gerade im beruflichen Bereich ist das Ass der Münzen eine sehr, sehr positive Karte. Hier sind für gewöhnlich langfristige und auch sehr günstige Entwicklungen angezeigt. Ja, und in Beziehungsthemen auch hier, denke ich, werden vielleicht alte Streitigkeiten oder alte Streitpunkte, Konfliktpunkte ausgeräumt. Und hier ist ein Neustart für eine neue langfristige Entwicklung. Ja. Okay. Tja, und dann nochmal die Todkarte. Ich denke, das ist hier insgesamt eine Karte, die anzeigt, dass hier eine tiefe Transformation stattfindet im Dezember, möglicherweise bis in den Januar hinein. Ich habe es auch bei den anderen Readings schon erwähnt, die ich hier gemacht habe für die anderen Sternzeichen. Ja, also wir sind hier auch im energetischen, astrologischen, spirituellen Aspekt in einer wirklich sehr, sehr, sehr intensiven und sehr großen transformativen Phase jetzt die nächsten 5, 6 Wochen. Und treten hier tatsächlich in ein neues Zeitalter ein. Also wer sich noch an das April-Reading erinnern kann, das ich ja so ein bisschen als das Jahresreading letztendlich gemacht habe, dadurch, dass dann der astrologische Kreislauf beginnt. Da hatte ich das eben auch schon erwähnt, ja, und ich denke, die Todkarte, die zeigt genau darauf hin, ja, hier kommt auch ein sehr alter, sehr langanhaltender oder verschiedene, sehr langanhaltende astrologische Kreisläufe zum Ende. Und wir sind gesamtgesellschaftlich und auch global in einer riesigen Transformationszeit im Moment, die auch wirklich alte Strukturen hier zum Einsturz bringen wird oder zum Ende bringen wird. Und hier kommt generell was komplett Neues auf uns zu. Und bei euch sozusagen zeigt sich das wahrscheinlich im realen Leben durch die Veränderungen, die hier eben sich schon gezeigt haben.
Ja, Ritter der Münzen, die Sonne nochmal und die Neun der Münzen, ja. Also hier, ja, das wird langsam gehen. Letztendlich natürlich wird die Entwicklung dadurch, dass es jetzt eben erst dieser Umbruchmoment ist, ja, aber das ist der Beginn der Ritter der Münzen. Auch der hat mit Beginn zu tun. Hier wird ein neuer Samen gepflanzt. Ja, der braucht dann natürlich Entwicklungszeit, bis er aufgeht, bis er sich entwickelt, bis er wächst, bis er blüht, bis er dann Früchte trägt. Aber die Anfangszeit ist jetzt sozusagen hier. Ja, unter besten Vorzeichen, ja. Und dann übrigens auch noch mal hier mit der Neun der Münzen für die Menschen, die hier beruflich auch was Neues anfangen. Da ist die Neun der Münzen eine hervorragende Karte, die anzeigt, ja, also man ist nicht nur glücklich mit dem, was man tut, sondern das lohnt sich auch durchaus finanziell und auf der materiellen Ebene. Ähnliches gilt für Menschen, die hier Umzüge mit mit räumlichen Veränderungen zu tun haben. Man findet hier den Platz, wo man wirklich sich geborgen und zu Hause fühlt. Und ja, im Beziehungsthema, da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich hatte das hier vorne schon erwähnt. Es kann durchaus sein, dass hier eine Beziehung aufkommt, die nicht ganz der klassischen Zweierbeziehung entspricht, aber trotzdem sehr, sehr intensiv ist. Trotzdem sehr, sehr glücklich macht. Ja, und auch hier trotzdem mit Langfristigkeit zu tun hat. Ja, das ist durchaus sehr spannend. Ihr Lieben, also hier liegt ein fantastischer Monat vor euch, ein sehr, sehr spannender Monat. Und die Dinge, die werden sich hier ins nächste Jahr auch noch reinziehen, durchaus, ja. Ja, ich wünsche euch alles Liebe von dieser Stelle. Ich wünsche allen, die Weihnachten feiern, ein sehr schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche allen, die die Sonnenwende feiern, eine fantastische Sonnenwende. Alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.